Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kyle, heute spielen wir die neue Season Nachts im Mörderhaus mit Onoman. Was geht, hallo? Schaut das Video bis zum Schluss, lasst ein Like da und viel Spaß beim Video. Okay, Onoman, du kennst das Videoformat, die Leute kennen das auch, also stell dich alle an den Rand dran. Erste Runde bin ich Detektiv mit der neuen Trumgun. So, die Mörderwaffe ist eine mystische Pistole, darum würde ich sagen, alle hinstellen, umdrehen. So, wer guckt, ist ein 30er, sage ich euch, wie es ist. Ist so. Ich drop die rein, noch nicht looten. Ich sag, wann ihr looten dürft. Okay, ich tue die schon mal rein. Dreh mich um, guck weg. Und 3, 2, 1, lootet! Jo, Junge, ich hab sie sogar gesehen, hab sie nicht bekommen. Echt? So schlimm wieder? Ja, Digga, alles ist richtige Ekelpakete. Okay, loot reindroppen. Okay, genau, loot wieder reindroppen. Wir spielen hier in dem neuen Maya-Tempel, Dschungeltempel, whatever. Bei der Statue, sprich, wir gehen hier in diesen kleinen Raum, hat euch eine Abgrenzung und dürft euch hier überall hinstellen. So, dann verteilt euch schon mal. In der Zeit zeige ich euch mal den Raum, beziehungsweise den Tempel an sich, der ist insane, insane. Guckt euch das Ding an, es ist riesengroß und wir sind erst in einem Raum drin. Sprich, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt von der neuen Season und ähnliches, gerne in die Kommentare schreiben, ich hätte Bock. So, okay, dann gucken wir uns erstmal die Spots an. Zumindest die, die fix sind. Hier ist der Lux. Er versucht es ja irgendwie auf die Vase zu stellen, hat aber Struggle. Okay. Okay, wie ist er da hochgekommen? Wie ist er da? Der ist einfach godlike. Wie ist er da hochgekommen? Wo ist er? Hier auf diesem Steinding. Auf dieser Spitze. Bin ich, du Affe. Ach, du bist das. Wie bist du da hochgekommen? Er geklettert. Geklettert. Hä? Ciao. Easy. Keiner kommt hier hoch. Geht weg. Okay, der hat auch richtig ekligen Spot. Bro, du kommst da, glaube ich, nicht mehr hoch, weil der hat Hitbox. Ja, Hitbox. Der hat Hitbox. Okay, auf dem Ding. Ja, die meisten habe ich mir einprägen können. Sollte passen. Okay, dann gehe ich jetzt raus. Wenn ich draußen bin, Murder, du darfst töten. Ich gehe draußen und stelle mich hier hin. So. Let's go. Let's go. Baby Keggers! Yes! Komm rein, Junge. Ich komm rein, Junge. Digga, nachher wird sofort ein Kick-Grind. Ich hab richtig Bock auf dieses Spiel gerade. Aber egal, ich bin drin. Da ist der Grüne. Da, okay. Ohne Mann steht immer noch da. Oh, ihr habt Andy getötet! Oh no! Die Frage ist, wer war es? Spider-Man? Der Lux-Skin? Steht der schief? Ich weiß es nicht. Okay. Ah, der steht mit einem Fuß im Topf drin. Da hätte ich vielleicht vorher drauf achten müssen, ein bisschen besser. Aber okay. Schwierig, schwierig. Ich habe aber noch eine Frage. Ohne ja. Mann, du hast da oben eine sehr gute Aussicht auf eigentlich so ziemlich alles hier. Na ja, ungefähr. Kannst du den Mörder at the moment sehen? Yes. Okay. Das war eigentlich eine schlaue und eine dumme Frage, weil ich weiß nicht genau, wo er hinguckt, aber ich kann es ungefähr ahnen. Oder ich hätte lügen können, das weiß man ja auch nicht. Er hätte auch lügen können. Stimmt, er kann ja auch Mörder sein, einfach lügen. Cringe. Obwohl, nee, wenn der Mörder wäre, wäre es ja die Wahrheit. Oder? Du kannst ja selbst sehen. Ja. Boah, smart Kalle, Digga. Stimmt. Okay. Ich würde sagen, der wird es auf keinen Fall sein, weil er hinter ihm steht. Da hinten wird es auch schwer zu sehen. Darum würde ich sagen, nehme ich... Ja, ich nehme mal den Superhelden hier hinten raus, weil der echt gut Abstand hat. Er war nicht das der Mörder. War er nicht, Kalle. Aber egal, ich habe 3 Mets bekommen. Let's go. Ja, hast du Dummkopf. Ich bin draußen, du darfst gehen, Mörder. Okay, der Mörder bewegt sich, meine Damen und Herren. Er läuft und sprintet. Was wird er tun? Er hat sein Visier gesehen. Er sieht ihn und er sieht ihn doch nicht. Er schaut den anderen an und dann wird hier geschossen. Der Mörder hat einen gekillt. Er läuft gerade zu seinem Spot zurück, Kalle. Oh, er läuft, er läuft. Und er... Der Mörder steht. Der Mörder steht. Das heißt, Leute, wir können wieder reingehen. Digga. Der Punkt ist... Oh, du Mann. Kalle? Ich weiß nicht, ob du der Mörder bist. Hä? Hier stand gerade jemand drauf. Aber hier liegt kein Loot. Vielleicht hat er alles gedroppt. Auch Muni und Metz? Vielleicht hat der Mörder aufgesammelt. Oh
mein Gott, das ist ja auch nochmal smart gewesen. Kalle. Also mit dem Aufsammeln, ja, okay. Gebe ich dir recht, wäre smart gewesen, wäre ich niemals drauf gekommen. Aber dann ist der Typ da hinten in der Ecke tot. Und dann ist halt die Frage, wer könnte es gewesen sein? 1, 2, 3, 4, 5. Mit mir sind 6. Ich habe einen getötet, der Mörder 2. Dann müsste noch einer leben, theoretisch. Oder? Rein theo-hypo-praktisch. Aber wo ist... Es ist eine Person, die ich noch gar nicht gesehen habe. Du hast noch eine Frage. Okay. Ich frage dich hier, weil du am wenigsten der Mörder bist. Der Spider-Man-Typ hier vor mir. Spider-Man. Warte, kurz gucken. Cappuccino, warte, ich guck. Hast du den Mörder gesehen, wie er gelaufen ist? Ja. Ja, okay. Das bedeutet, er hat den Mörder gesehen, wie er gelaufen ist. Andy wurde auf der rechten Seite getötet. Der auf der linken Seite. Sprich, er wird vorbeigelaufen sein. Das heißt, ich würde tatsächlich sogar sagen, ich nehme die Lux raus. Weil so habe ich die linke Hälfte schon mehr oder weniger geklärt für die nächste Runde. Ah! Okay, Lux war es nicht. Verdammt. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Oh, du Mann, der Mörder darf killen. Los, Mörder, tu es. Der Mörder läuft, meine Damen und Herren, er guckt sich um. Er ist verwirrt. Er ist verwirrt, aber auch einsam. Ein einsamer Mörder. Lone Wolf. Und verwirrt, hast du vergessen zu erwähnen. Er schießt und ist verwirrt. Er hat aber jemanden umgebracht. Oh no. Der Mörder begibt sich in seine Position. KP Keggers. Yes, ich komm. Sie dürfen kommen. Okay, und man hat uns indirekt einen Tipp gegeben. Der Mörder ist verwirrt, also Odemann ist der Mörder. Ich bin ein Verwirrungsmat. Verwirrungsmodus in Fortnite. Fortnite-Verwirrungsmodus. Aha, okay, geil. Geil. Das wollte ich sogar. Der Mörder hat den Spider-Man gekillt, weil ich ihn für safe erklärt habe. Bedeutet, der Mörder denkt mit. Bedeutet, ich kann einige Leute ausschließen, unter anderem auch Odoman. Obwohl... Wer weiß. Ich kann halt bei Odoman nicht gucken, wo er genau steht, weil er auf einem so dünnen Spot ist, dass man da nicht hochkommt. Übelst. Kalle, I love you. Okay, ich muss anders denken. So, es leben noch vier Leute. Heißt, wenn ich jemanden kille, leben noch 3. Wenn der Mörder jemanden killt, 2, dann hat er noch eine Chance zu raten. Okay. Ja, du hast 2 Chancen noch. Du da mit dem Spitzhacke. Ich habe eine Frage an dich. Du könntest das jetzt Game overn. Das ging. Ist der Mörder männlich? Nein, schreibt er. Nein. Bedeutet, ich habe, wenn er die Wahrheit sagt, betont auf, wenn er die Wahrheit sagt, eine 50-50 Chance. Entweder ist er selber, obwohl, oder ist so ein Mann oder eine Frau, das erkennt man von hier unten schlecht. Das wirklich dir nicht. Entschuldigung. Dann würde ich sagen, es ist der Tryhard-Spitzhacken-Typ. Ah! Es war der Tryhard-Spitzhacken-Typ. Ich hab ihn! Let's go! Erste Runde haben wir gewonnen, Leute. Dann würde ich sagen, wir gehen in die zweite Runde rein. Odemann, du bist der Detective und bis gleich. So, Kippy Kickers. Yes, ich bin umgedreht. Ich bin im Lootport aus Versehen. Geh raus, Bro. Lass mich raus. Okay. Ich habe schon die Hälfte aufgenommen. Warte kurz. Ich bin schon wieder reingefallen. Arme, nein. Ja, Odemann, du hast einen Job. Alles gut. Okay. Okay, ich drop den jetzt rein. Wenn ich schieße, geht's los, okay? Okay. Ah, nein! Ey, es ist unmöglich, jemals hier Mörder zu werden. Die machen alles an, Bro. Als hätten die so ein Zielsuchlaufding. Wie heißt das hier so? Zielsuchlaufding. Genau. Genau, das haben die. Ich geh schon mal rein, Kalle. Ich hab hier die Hälfte... Ich muss die Waffen daneben legen, Digga. Ich hab dieses Auto-Pickup an, das macht mich kaputt. Okay, ich komme, Leute, ich komme. So, und Andy hat die Location von Odemann geklaut, die ich mir jetzt auch klauen wollte. Schade von ihm. Geklaut. Ich bin ein Klo. For real? Du gemeiner Mensch. Okay, wir brauchen einen wilden Spot, Leute. Ekelhaft. Wo wir viel sehen können. Aber wo...
Oh mein Gott, ich weiß, wo ich hin will, aber wie komme ich da hoch? Okay, Leute, wir holen uns jetzt einen wilden Spot. Natürlich extra für euch, damit ihr was sehen könnt, weil es ist wichtig, dass ihr was sehen könnt. Darum gehe ich da hoch. Bitte folgt mir nicht, Leute. Wäre voll cool. Ah, okay, ich vergesse es. Ich gehe einfach hier normal hin. Das ist gar kein Bock auf die Kopfschmerzen, Digga. Kurz Deathrun machen, damit ich auf den Spot komme. Bestimmt nicht. Breathrun. Breathrun. Macht Feuer Damage? Okay, so sehe ich nichts. Oh, du Mann, ich bin dir ehrlich. Oh, guck mal ihn da oben, Digga. Der ist wild. Da wollte ich hin. Er hat es einfach wie ich gemacht und hat es geschafft. Schade von ihm. Okay, ich habe meinen Spot gefunden. Ist das dein Spot? Das ist mein Spot. Ich sehe richtig viel. Das ist der geilste Spot, den es gibt, Digga. Ist so, ne? Mal voll die gute Übersicht über alle. So, ich muss jetzt kurz alle angucken. Pikale. Okay, Todas. Alle gemerkt. Ja, deine Füße, ja. Okay. Ja, die zwei da oben, die kuscheln. Da würde ich mal sagen, KP Kickers. Yes. I'm going out tonight. Und der Mörder darf töten. Let's go, Mörder. Du darfst töten. Okay, der Mörder macht gerade seine Action, er rennt da rum, guckt sich alle genau an, hat sein Ziel gefunden, gibt den 10 Headshots am Stück, er hat gar keine Chance. Und er macht sich wieder auf den Weg zu seinem Platz. Dauert aber noch ein bisschen, weil der Mörder ist besonders. Und der Mörder, ja, er bewegt sich noch. Bist du fertig, Mörder? Ja? Okay, der Mörder ist fertig. Oh Mann, komm bitte zurück und ich bin da. Pack dir den Mörder. Bin ich dir ehrlich? Ich finde ihn wie letztes Mal als erstes, okay? Digga, wenn du wieder machst, no joke, dann darfst du nicht mehr Detektiv sein. Dann bist du nur Mörder. Dann ist der Mörder. Okay, erwischt, verdammt, nächste Runde. So, okay, hier hinten ist einer tot. Hier stand der. Seitlich. Das heißt, okay. Kalle hat's gesehen. Ich hab's gesehen. Der da oben kann es auf gar keinen Fall sein. Er hat sich schon automatisch gesaved. Stimmt, der kommt ja nur da hoch, wenn er wieder rausgeht. So, er hat sich gesaved. Diese Junge da, also der hier ist auch eklig. Mm, true. Er könnte es auch sein. Und die junge Dame hier hinten. Ich bin dir ehrlich, es haben viele Leute eklige Spots, die man auch leicht wieder erreichen kann, glaube ich. Zumindest der, den ich gesehen habe. Aber du hast noch eine Frage, oder Mann? Falls du eine Frage hast. Baby Kickers. Ja, ich bin da. Du weißt, ist der Mörder? Ja. Du siehst den Mörder nicht, stimmt? Was ist deine Frage? Derzeit, ja. Du siehst ihn nicht. Ich sehe den Mörder. Ich habe gewonnen. Es gibt. Also, ich sehe gerade. Mit dem Bescheid weiß ich, sehe gerade genug Leute. Du, wenn du so stehst, Kalle. Ich stehe so, dass ich. Ich würde sagen, ich mache den Screenshot, aber nee. Ja, nee, ich sehe sie. Okay, du siehst ihn. Also können die zwei jetzt nicht sein, weil du die zwei hier links nicht siehst. Du siehst. Meine Vermutung ist, Kalle, der ja. Spider-Man. Der Spider-Man? Ja. Okay. Weißt du warum? Weil er gerade stand. Oh, da habe ich tatsächlich gar nicht drauf geachtet. Kann sein. Ich glaube, er stand gerade. Wäre möglich. Also sagst du Spider-Man? Zitter nicht. Es war nicht der Spider-Man, oh du Mann. Oh nein, okay, ich geh raus. Oh no. Stopp. Noch nicht bewegen. Noch nicht bewegen. Er guckt mal genau die Location. Nein. Hä? Okay. Nein, du nimmst dir ein Spray. So, ich bin draußen, wer da darf. Kalle, halt am Maul, okay? Wie eklig. Okay, dann würde ich sagen, Mörder, geh mal hin und mach dein Mörd. Ist das ein ekliger Move gewesen? Oh no. Der Mörder hat wieder jemanden gekillt. Ja. Es steht auch wieder in seiner Position. Oh Mann, du darfst kommen. Wer, wie, wo? Weshalb, wieso, warum? Was? Wer ist dick und fragt, warum? Kalle ist eine kleine... Drumherum. Drumherum. Okay, oh Mann. Du darfst gucken. Ich bin dir ehrlich, aha, wird schwierig. Ach, da oben wurde auch gekillt. Bah. Mhm. Warte mal, sind das noch richtig? 1, 2, 3, 4 Leute, ist das richtig? Boah, gute Frage. Oh mein Gott. Eigentlich, wo gerade 1 ist das 5. Okay, stopp. Der hier gerade ist, ja, dem ich gerade auf den Kopf gesprungen bin, dir will ich eine Frage stellen. Ist der Mörder von der rechten Seite gekommen? Als er seinen Mord gemacht hat, hast du ihn von rechts laufen hören? Also okay. Von dir aus rechts. Genauso wie du stehst, rechts. Die Person schreibt. Du hast nur was gehört.
Er hat nichts sehen können, er hat nur hören können. Er hat geschrieben, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Du kleiner Hund, Digga. Ey, Mann. Also, ich bin dir ehrlich, deine Tipps, die du hast, sind nicht gerade so strong. Aber Kalle sieht den Mörder und er sieht den da hinten nicht. Also, ich bin dir ehrlich. Der ist es nicht. Yeah. Ich sehe schon gerade ein paar Leute. Oha, oh, man markiert sich mit Sprays, die Leute. Das ist eigentlich echt smart. Ich habe den Mörder herausgefunden. Glaubst du? Ja, das ist der Blaue hier. Shoote, wenn du glaubst, das ist der Mörder. Es war nicht der Mörder. Umsonst geschootet. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. So, okay, BK. Krieg ich jetzt auch mein eigenes Spray? So. Ich hab eine Tür bekommen. Okay, dann würde ich mal sagen, ich gehe raus. Der Mörder darf wieder mörden. Los, Mörder. Die Runde ist richtig schwer. So. Ist so. Der Mörder ist wild. Aber der Tempel ist auch echt nicht leicht. Der Mörder ist auf Weg. Er schießt, weil er hört ihn die ganze Zeit shooten. Wie einen Shooter. Er ja. läuft zurück, geht zu seiner Position, positioniert sich gerade richtig, hat aber ein bisschen Struggle, habe ich das Gefühl. Okay, das ich höre die ganze Zeit immer noch Tipp. Steps. Das war, du hast ihn so verraten. Du Digga, Arme. Kriegst du das nicht hin oder was? Ah, okay. Du hast ihn so verraten, Kalle. Oh du Mann, du darfst kommen. Ja, du hast ihn verraten. Der Mörder war ein bisschen lost gewesen, da hinzukommen, aber er hat es doch geschafft. Du bist Starkwater, Bro. Bin ich? Ja, ich habe den Mörder auch herausgefunden wegen meinem geilen Sticker. Bist du sicher? Ja. Ist auch so eine Frage. Warte, lass mich kurz hier. Ja, er ist tot. Kalle! Ja? Ist der Mörder der alte Mörder, den du schon herausgefunden hast? Nein. Ach so, doch! Ich war ja verwirrt. Affe, Digga! Ist da echt zweimal der gleiche Mörder? Hey, ich hab versucht, so zu verpacken. Der war schlecht am Stehen gewesen. Ich dachte, ich könnte es irgendwie so machen, dass du auf den da oben den Verdacht hast. Nein, nein, Bro, ich bin doch nicht doof. Der wird das niemals gewesen sein. Ah! Wie er will. So, wie er nein, will. Nein! Ah, das war's mit dem Video, Leute. Oh, du Mann, ist, glaube ich, genauso schlecht gewesen wie ich. Schreibt mal das Ergebnis in die Kommentare. Lasst ein Like da, checkt oben ab und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao!